Ich begrüße Sie recht herzlich. Heute machen wir einen schönen orangen Feigensalat. Es geht relativ schnell. Wir haben einmal ein Eigelb, geschlagene Sahne, leicht gesüßt. Dazu Orangenfilets, Feigen, die es zurzeit auch sehr schön gibt auf dem Markt. Orangen natürlich gerade jetzt die richtige Zeit dafür. Wir brauchen weiterhin etwas Aprikosenmarmelade. Und was immer ganz wichtig ist, ist Vanille. Und zwar frische Vanille. Keine Aromen nehmen. Es ist nicht gerade sehr angenehm, sondern die werden hauptsächlich aus Erdöl hergestellt. Wir nehmen das also schön geschält, muss es dann runterkommen. Also praktisch von allem Weißen befreit sein und schneiden so die Filets rein. Das geht eigentlich relativ einfach. Man braucht dafür kein Sägemesser, sondern wichtig ist, ein glattes Messer zu haben. So, restliche Saft pressen wir aus. Und jetzt benötigen wir diesen Saft praktisch, um nachher auch so eine schöne Mazerierung, nennen wir das, also eine Verfeinerung des Salates zu erreichen. Wir erwärmen das einfach jetzt nochmal praktisch, indem wir dazu noch die Vanille dazu tun. Wir wollen es ein bisschen verfeinern im Aroma. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und geben dort dann unsere Aprikosenmarmelade dazu. In der Zwischenzeit werden wir einfach unsere Feige unterschneiden. Hierbei können wir sie, wir müssen es nicht, aber die meisten mögen es lieber, wenn man sie schält. Ich persönlich esse sie mit Haut und Haaren. Geben das Ganze unter den Orangensalat unter. Könnten da eventuell auch ein bisschen mit Gewürzen arbeiten, wie zum Beispiel Kreuzkümmel oder auch gemahlener Koriander, kein frischer Koriander. Ja? Also leichte Zitrusaromen haben. Jetzt sehen wir das hier, dass das Ganze sich ein bisschen verflüchtigt. Und geben das dann hier durch ein Sieb durch, damit also die Schale nicht damit reinkommt. Sehen wir dann alles? Sehr, sehr schön. Und es riecht wunderbar nach Vanille. Wir nehmen jetzt diese Orangen und geben diese Flüssigkeit dazu. Um das Ganze so ein bisschen, damit es ein bisschen durchzieht. Ja? Dann nimmt also die Aprikose und die Vanille, nehmen jetzt das Ganze runden, das Ganze ab. Hat auch eine schöne Süße, lassen das einfach ein bisschen ziehen, ein bisschen ruhen. Und nehmen jetzt, hier haben wir die geschlagene Sahne, denn das wird unsere Gratinmasse. Und dazu getrennte Ei, also Eigelb, ziehen wir dort unter. Wir geben jetzt praktisch diese Früchte in eine Schale rein. Wir sehen jetzt schön diese Mazerierung. Herrlich. Und jetzt kommt oben die Gratinmasse drauf. Das ist also Sahne praktisch nur mit Eigelb. So. Blech und bringen einfach das kurz in den Ofen rein. Fantastisch schön braun von der Oberhitze. Herrlich zum Anrichten. So, dazu gibt es einfach eine Minze. Ich mache das immer ganz nett, indem ich Minze so ein bisschen dekorativ anrichte und dann einfach ein bisschen Puderzucker drumherum. Und was man noch machen könnte, ist einfach raffiniert zu sein, einfach etwas Süßes, süßen Aceto rüberziehen und schon ist das witzig aus. Gut, dann haben wir unser Gericht. Sogenanntes gratinierte Orangen-Feigensalat mit einem Vanilleeis, bisschen Minze. Und hierbei ist das Spiel immer ganz schön, dass man auch etwas Aceto nehmen könnte. Ich wünsche einen guten Appetit. Bis zum nächsten Mal.